Hello, hello. Heute spielen wir wieder Fortnite. Es hat gestern nämlich einen neuen Skin im Shop gegeben. Ist ein Kaktus-Skin. Ist so ein Skin wie für mich gemacht. Und, okay, heute gibt es nicht so viel im Shop. Und da war auch so eine Spitzhacke dabei. Das ist auch so eine Kaktus-Spitzhacke. Stacheliger Schläger heißt der. Heißt die Spitzhacke. Und Hauptsache die Beschreibung ist, immer schön am Griff halten. Weil so, so spitz ist die Stacheln. So, und die Beschreibung von dem ist... Und sie sticht, sticht, sticht. Richtig geil, das Skin. Das ist mein einziger grüner Skin, fällt mir gerade auf. Und ja, dann starten wir gleich in die Runde. So, hello, hello, can you talk? Hello? Hello, hello? Okay, anscheinend... Yeah. Okay, einer kann reden. Okay, das ist gut. So, ich habe gehört, irgendwie der Vulkan, da ist irgendwas gestiegen oder so, die Lava anscheinend. Okay, ist die Lava gestiegen? Ich glaube nicht, okay. Es gibt nicht einen neuen Spielmodus, weiß nicht, ob er schon noch drinnen ist, aber letztens habe ich geschaut, es gibt so einen Lava-Spielmodus, The Floor is Lava heißt der einfach. Wer das nicht kennt, die Challenge, das ist so eine Challenge, da darf man den Boden nicht berühren, das kennt glaube ich jeder. Ist auch richtig im Hype, die Challenge. Dann gehe ich gleich das hier mit unseren Teammates. Wenigstens kann einer reden, hier sind ein paar Leute. Das Kaktus-Skin ist einfach so geil, von den Palmenblätter. So, dann gehe ich hier zwischen die Bäume durch. So, ich hoffe... So. Oh, lol, das ist wirklich Lava. Oh, oh. Okay, lol, habe ich nicht gewusst, okay. Ich dachte, es wäre ein Joke gewesen. Den mein Freund da gemacht hat. Weil mein Freund hat gesagt, in das hier steht anscheinend schon Lava. Wir können jetzt hier eine Chest. Oh, oh. Ich hatte schon Waffen. Oh, nice. P, sondern... Oh, eine Shotgun, okay. So, jetzt noch irgendwie hoch. So. Ich mache gleich... So. Oh, oh, ich hab geschossen. Oh, 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 da unten irgendwo. Oh, oh, ich hab genau 6 Leben. Okay, okay, okay. Okay, nice, der ist low. Ah, ich hab einen. Er ist jetzt der nächste. Ich hab nur 8 Leben, ist blöd. Nächsten. Oh nein, hab ich jetzt 2 Leute knockt. Das war richtig OP. Okay, RIP. So, neue Runde, neues Glück. Ich habe jetzt das Solo gewechselt, weil Team echt anstrengend war. So. Also, jetzt geht nicht mehr Dusty. Die Frage ist: Bei Dusty steigt nämlich die Lava. Okay. Wo gehe ich denn hin? Soll ich Lazy Lagoon? Ich überlege gerade. Ne, ich gehe mal irgendwo weiter weg hin. Ich gehe mal. Wo gehe ich hin? Okay. Ich weiß nicht. Soll ich da hingehen? So Dings, da ist nämlich auch was Neues. Ich gehe mal zu Sunny Steps oder so. So, jetzt gehe ich mal zu Sunny Steps. Ich hoffe, der Vulkan bricht nicht irgendwann aus. Ja gut, es wäre schon ein cooles Event, aber was auch mit Tilten, mit ganzen Dings, die niedrig sind. Ist der gestiegen, der Vulkan? Das ist die Frage jetzt. Nee, ist er nicht, oder? Wenn ihr irgendwas über das, also das neue Update hier, also mit Lava und das alles, irgendwas wisst oder so, dann schreibt mal in die Kommentare runter. Dann kann ich mich auf den Livestream vorbereiten. Heute nämlich livestream ich um 18, 19 Uhr zu circa. Schaltet unbedingt ein und ja. Spiele ich nämlich auch mit den Kaktus-Skin, der richtig geil ist. Was ist hier so? Oh, nein, okay. Hier ist der Dings. Die Schatzkarte. Oh, oh, wo ist die Dings? Wo ist die Schatzkarte? Die Kiste hier. Nice, ich habe eine Chest. Hier irgendwo ist einer direkt. Oh, 2 Schatzkarten, okay. Wo ist er? Okay, nice, hab den ersten. Ist das Shotgun? Hier irgendwo ist noch einer. Wo ist er denn? Nice, hab den zweiten. Nice, 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 nice. Ein Health Pack hat er gehabt. Nehme ich mir das gleich mit. Und eine AK, okay. Dann heal ich mich hier schnell. So. So eine Schatzkarte, okay, die Frage ist, wo führt die hin? Okay, waren das 2 Leute, die da sind oder mehr? Okay, die Zone muss ich definitiv rennen. Kaktus Skin ist einfach so dumm. Wie für mich geschaffen, Mann. Okay, sind noch irgendwo Chests, die Frage. Okay, wo geht das hin? Vorne. So. Hier ist noch ein Chest, okay. Und zur Munitionskisten, so. Hier war sogar eine blaue AR für mich drin. Hier ist halt eine Schatzkarte. Ist hier noch ein Chest? Frage?
Nee, hier ist kein Chess mehr. Ah doch, hier ist sogar eine Chess. Frage ist, ist hier vorne noch einer? Ich glaube, definitiv wird noch einer sein. So, hier die Chests. Oh, lol, Crossbow? Seit wann gibt's Crossbow? Leute, ist er gut? Okay, okay. Sogar ein Legendär. Gibt's hier nur einen Legendär? Ich weiß nicht. Dann gehe ich hier mal hoch. Ich hoffe, das sind nur. Also, das sind nicht nur einen Legendär gibt, weil ich habe gerade einen Legendär nämlich gekriegt. Schießt er. Oh, lol, wie geil. Lol, explodiert der? Kann man damit Wände abschießen oder so? Lol, okay. Dann gehe ich einmal hier vor Richtung. Also um den Vulkan am besten, nicht in den Vulkan, dass man reinfliegt. Wo geht die Schatzkarte hin, ist die Frage. Okay, ich habe nur 4 Schuss, okay, das ist ein bisschen dumm. So geht die Schatzkarte hin da vorne. Ich könnte eigentlich hier hoch. Ja gut. Ich bin praktisch eh hier oben schon. Der 2 Kills ist eigentlich relativ gut. Wie die Zeit, wo ich schon lebe. 44 Leute leben noch. Oh oh. Bricht der Vulkan eh nicht gleich aus. Direkt vor mir. Okay, hier ist schon ein Schatz, nice. Ist gleich ein Geist hier, dann baue ich hier schnell Bricks ab. Die Frage ist, kann man eigentlich, können 2 Leute auf der Map denselben Schatz finden, ist die Frage. Das weiß ich nämlich nicht. Boah, mach ich hier das schnell auf, so. In der Hoffnung, dass ich irgendeine legendäre Waffe kriege hier. Oh, okay, nein, ein P90 ist gut. Oh, eine Scar. Und Full Shield, okay, das ist gut. Okay, wenn ich nicht gescheit einbaut hier gerade, aber egal. Nice, Full Shield bin ich jetzt. Und ich habe mehr Munition für den Crossbow. Was nimmt denn der Crossbow für Munition? Okay, ne, den Shotgun. Ach so, es ist so eine Shotgun praktisch. Okay, ich verstehe. Okay. Ich brauche eine Pump noch irgendwie. Gehe ich hier weiter, am besten mit dem Geist hier, hier in die Zone. Richtung Lazy Road. Ich habe ganz das Gefühl, dass er irgendwie ausbricht durch die Geräusche hier. Gehe ich hier weiter. Lol. Nutze Kassiere in verschiedenen Matches, okay. Ich habe nämlich auch noch übelst viele Quests zum Abschließen. Mache ich nachher alles in Livestream. Link in der Beschreibung, by the way. So, jetzt sind hier solche Dings. Oh, hier ist endlich eine Pump. Und noch ein Chest. Zum Glück war ja noch keiner. Oh, oh, ich habe gerade die Chest zusammengehört. Egal. Ah, ist noch eine Chest, okay. Okay, dann meint ich jetzt keine Chest. So, immer ja alles abbauen. Oh, ist so ein Grabble-Dings da. Okay, nice. Nutze ein Geysir, eine. Oh lol, was muss ich noch machen? Nutze ein Geysir und ein Dings. Okay, muss 3 Sachen in einer Runde machen. Kann man hier nochmal. Genau, geh. Oh oh, was passiert mit mir? Okay, kann ich hier irgendwie. Was? Okay. Ich denke, ich muss mich irgendwie hier freigraben. So, dann grabe ich mich schnell frei. So. So, habe ich die Pump mitgenommen? Ja, habe ich. So. Ich könnte eigentlich noch hier die mitnehmen. Ich meine, why not? Mach ich lieber sowas als eine Kreuz-Dings. Dann habe ich hier noch Money. So. Hier ist auch noch Money und eine MP. So, dann gehe ich jetzt weiter direkt. Okay, warte, hier war noch Dings. War noch Munition. Oh, da kann man sich hier Gebäude sogar. Oh, lol. Okay. Oh, hier ist der Dings Steinschlusspistole. Okay, die brauche ich. Die brauche ich definitiv. Okay. Die ist relativ gut, okay. So, nice. So, wir haben jetzt eigentlich relativ viel gutes Equip. Ich liebe den, wie heißt der Grappler? Ich liebe den einfach. Oh oh. Man kann einfach so Indiana Jones spielen. Also Spider-Man, genau, Spider-Man wollte ich sagen. Das ist ein Geist hier. Die Frage ist, kann ich mit dem ins Geist hier rein? Geht das? Oh, es funktioniert. Okay, jetzt muss ich irgendwie rüber. Kann man hier rüber? Ja. Oh oh. So, jetzt kann ich hier hoch. Jetzt kann ich so eine Weihnachtskugel spielen. Bei so Bäumen. Jetzt müsste es zumindest so Tannenbäume geben. Das wäre es noch. Das wäre richtig geil. Das wäre 10 von 10. Ist in der Chest? Nee. Dann busse ich mich hier nach vorne. Es leben nur mehr relativ wenig Spieler. So. Ja, yeet. Ui, das ist so witzig. Oh, hier ist ein Chess. Oh, nicht wegrollen. Okay. So, es sind Minis. Die Frage ist, was schmeiße ich weg? Soll ich
Das ist schwierig. Soll ich in Crossbow für die Minis wegschmeißen oder die Steinschusspistole? Ich mach's so. Egal. Steinschusspistole kann ich eigentlich anders mal spielen. Ich glaube, der Bogen ist viel OP. Wo ist mein Crappler hingerollt? Hier ist er. So, gehe ich hier weiter. Geh! So. By the way, wer es nicht weiß, wenn mein Crappler sich so boostet, muss einfach eine Einstellung das einstellen. Bei mir war es auch nicht eingestellt. Oh. So. Geh nicht in meinem Weg herum. Hier ist nichts Gutes drin. Ich gehe einfach weiter, so. Über Loot Lake am besten. Ui, okay, bin mein Auto stuck gewesen. Dann gehe ich hier hoch. Und hier ist er. Was ist nämlich relativ schwer zu fahren mit dem Ding. So, irgendwie, okay, wo ist denn die Zone? Okay, ich muss, okay, ich bin auch genau in die falsche Richtung fahren. Egal. So. Ja, jetzt. Und an den Baum. Ja, so nice. Oh, oh. So. Gehe ich jetzt schnell weiter. Nice. Und, ja, eat. Ui. Nein, nicht in die Richtung, in die andere Richtung. Oh, oh. Hier irgendwie durch. Kann ich hier durch? Ja, ich kann sogar durch, lol, okay. Vorne ist ein Airdrop, fällt mir drauf. Könnte ich schnell öffnen. Okay, ich öffne ihn einfach schnell, in der Hoffnung, dass mein Grapple nicht weggrabbelt. Okay, sind die Stachen. Genau, das Schallkampf ist Gaza. Eigentlich viel Gutes. Dann gehe ich hier direkt weiter irgendwie. Ist auch so OP mit dem Grappler hier. Sind wahrscheinlich alle bei dem Block. Wie hoch ich einfach gerade geflogen bin. Ich gehe mir hier am Berg hoch, dass ich einen High Ground habe. Ich kann ja runter. Zum einen, ich habe Fallschirm und zum zweiten habe ich ja den Crappler, nämlich keinen Fallschaden nehme. Noch richtig geil ist. Jo. Oh, oh, nicht runter. Ah, jetzt geht's. Okay, nice. Lol, was ist denn hier mit dem Block richtig? Das ist richtig viel Board, lol. Jetzt kann ich wer von hinten kommen. Ich glaube schon, oder? Sind ja auch solche Grapple-Dinger. Okay, sind auch welche. Bleib ich hier mal stehen. Ich habe noch ein bisschen Holz. Gehe ich hier weiter zum nächsten Baum. Weil ich brauche noch ein bisschen Mars. Der Dschungel und der Vulkan sind einfach so epic aus. Vor allem da vorne. Oh oh. Hier ist gerade einer geflogen. Alter, da kommt er. Kommt er hoch? Okay, er hat fast gar kein Schild mehr. Okay, nice, ich hab ihn. Nice, okay. 3 Kills. Easy peasy. So, jetzt habe ich kein Schild mehr. Er hat mir genau 50 Schild weggeschossen. War ich so, so. Ich brauch. Oh, lol, der hat richtig viel Mats gehabt. Nice, nice, nice. Jetzt baue ich mich hier irgendwie hoch. Am besten mit Metall. Hier baue ich das noch ein. Okay, hier kann man keine Wand platzieren. Muss hier schnell abbauen hier. Oder das hier, so. Oh, oh, da vorne ist ein Dings. So, jetzt kann ich eigentlich abwarten, aber der Dings ist richtig OP, fällt mir gerade auf. Der Bogen hier. The Bow. So, fighten die? Die fighten direkt hinter mir. Ich habe keine Sniper, das ist dumm. Ich kann mein Dings nicht so weit schießen. Mit dem Bogen hier. Das Ding ist, könnte in der Zone, aber. Geht der Bogen so weit? Okay, nee, geht er nicht. Hätte ich ein Jumppad, könnte ich jetzt hin, aber ich habe leider keins. Ich glaube, ich gehe einfach in die Zone, oder? Ich glaube, das wäre auch eine bessere Idee. Okay, die haben sich jetzt gefightert. Okay, nice. Ich gehe jetzt in die Zone erstmal. Hier irgendwo dahin. Okay,
Okay, ich hoffe, hier ist nicht noch einer. Oh, hier zeigt einer Hochbord, definitiv. Ich hier mal zum Cassie hin. Ja, hier ist definitiv einer. Baue ich mich hier auf am besten. So, ich glaube, das ist gut. So, da oben ist einer. Ist immer noch einer. Ist ein bisschen dumm. Ist halt runter. Ich habe Angst, dass er mich sniped. So. Da oben ist der umgekippte Bus. Aber ist die Frage, gibt es hier noch irgendeiner? Okay, 8 Spieler noch mit mir. Das heißt, einer oder 2 Leute sind da oben. Da vorne sind eventuell 2 Leute. Wir spielen Solos. Wer mag das? So. Der Bogen. Ich hoffe, der macht richtig viel Damage, habe ich gesehen. Bei Videos. Ich hoffe, dass er auch viel Treffer macht mit dem. So, springt wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich. Oh, da schießt er. Okay, einer springt definitiv zu mir. Also ich hoffe, ich kill den, wenn er zu mir springt. Please, please. Okay, schießt da vorne. Das heißt, da oben sind 2 und da ist einer. Das heißt, 3 Leute sind. Da könnte er gerade irgendwo einer, die fighten. Das heißt, 3 Leute sind noch irgendwo und einer versteckt sich wahrscheinlich irgendwo im Busch. Wie immer eigentlich. Okay. Ich habe Angst, dass ich irgendwie gesniped werde. Manchmal so hier, dass ich nicht gesniped werden kann. Da vorne sind es auch safe, 100% noch welche. Kommen erst am Schluss zum Vorschein. Okay, haben wenigstens 22 Schaden gegeben. Immerhin. Die fighten jetzt da vorne. Irgendwie habe ich immer Drang, dahin zu gehen, aber nachher sterbe ich immer, weil solche Tryhards sind. Kommt der von da oben jetzt eigentlich, oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe halt nicht Full Shield. Okay, vorne kommt ein Airdrop. Vorne, ja, okay. Eigentlich ist es jetzt nur ein Wartespiel hier. Ja. By the way, Creator Code Julianus30 im Shop eingeben. Unbedingt. Und immer nach 14 Tagen wieder neu eingeben. Weil das reloadet sich dann immer. Okay, der ist unter mir. Oh oh. Ja, es ist von Tryhard. Egal. Das war's für die Folge Fortnite. Lasst ein Like und ein Abo da für mehr Fortnite-Reviews mit dem dummen Kaktus-Skin. Creator-Code Jonas30 in den Shop eingeben und alle 14 Tage neu eingeben. Nicht vergessen. Und schaut unbedingt bei den Livestream vorbei heute. Um 18 Uhr bis, keine Ahnung, 18, 19 Uhr beginnt er. Schaut unbedingt vorbei und der Link ist in der Beschreibung. Ciao!